iPhones sind günstiger als Android-Smartphones. Nee, warte mal ganz kurz. Ein iPhone 13 Pro Max in der höchsten Ausstattung kostet über 1.800 Euro. Dabei kostet das S22 Ultra ebenfalls in der höchsten Ausstattung gerade mal 1.650 Euro. Das ist zwar beides für Smartphones preislich komplett bescheuert, aber trotzdem ja einer ähnlichen Dimension, oder? Aber es liegt zwischen den beiden Geräten trotzdem ein gewisser Preisunterschied. Wieso sollte man also bei diesen eindeutigen Zahlen auch nur auf die Idee kommen, zu behaupten, dass iPhones günstiger wären als Android-Smartphones? Ich meine, wer wäre so bescheuert? Pass auf, ich bin Marius und das gucken wir uns heute mal zusammen an und ich hoffe, du hast dabei viel Spaß. Ich möchte auch ganz kurz sagen, ich möchte hier nicht in diese Diskussion ansteigen, Android ist besser als iPhone oder umgekehrt, sondern ich möchte hier nur ganz nüchtern auf die Preise, Zahlen und Fakten gucken und mehr nicht. Aber zu Beginn müssen wir uns erstmal ein paar Grundlagen angucken, damit wir das Ganze überhaupt verstehen, wieso das so ist. So, fangen wir erstmal mit den Grundlagen an. Was vielen nicht bewusst ist, dass man im Prinzip jedes Gerät, was man besitzt, eigentlich nur mietet. Überleg mal, dein Handy. Das nutzt du nicht nur einen Tag oder eine Sekunde, sondern du nutzt das über einen längeren Zeitraum, in der Regel über mehrere Jahre. Also macht es Sinn, den Anschaffungspreis, den du einmal für ein Gerät ausgegeben hast, über den kompletten Zeitraum der Nutzung aufzuteilen. Stell dir mal vor, wir kaufen ein Telefon für 800 Euro und nutzen dieses 2 Jahre. Dann können wir im Prinzip sagen, dass wir den Kaufpreis, also die 800 Euro, durch die 2 Jahre teilen können und also im Prinzip 400 Euro pro Jahr für das Telefon bezahlen. Um jetzt auf die monatlichen Kosten zu kommen, müssen wir jetzt also die jährlichen 400 Euro durch die 12 Monate teilen, was dann 33,33 € pro Monat ergibt. Oder ungefähr 1,09 € pro Tag. Wir sehen dabei also, dass sich die 800 Euro Kosten, die wir einmal für das Gerät hatten, über den kompletten Zeitraum verteilen lassen. Und das nicht nur bei Smartphones oder Technik so, sondern bei jedem Gegenstand, den man längerfristig nutzt, wie beispielsweise Autos oder Häuser. Das Ding ist aber, nach einer Nutzungsdauer von 1, 2 oder 4 Jahren ist ja so ein Gerät nicht wertlos. Es hat ja immer noch einen Restwert, für welches wir es wieder verkaufen können. Und wenn wir den Wiederverkaufswert berücksichtigen, dann sinken die monatlichen Kosten, die wir für so ein Gerät bezahlen. Okay, gucken wir uns aber nochmal unser 800 Euro Smartphone an. Gehen wir mal davon aus, nach 2 Jahren Nutzung hat es noch 50% an Wert. Teilen wir jetzt die 400 Euro Wertverlust, die wir quasi über diese 2 Jahre bei diesem Gerät hatten, durch wieder die 2 Jahre, so erhalten wir statt 400 Euro im letzten Beispiel nur noch 200 Euro, die wir quasi jährlich bezahlen müssen. Und wenn wir das jetzt wieder auf die Monate umlegen, kostet uns dieser 800 Euro Smartphone im Prinzip 16,66 Euro pro Monat, wenn wir es 2 Jahre nutzen. Okay, das war jetzt nur ein theoretisches Beispiel, um das Konzept zu erklären. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal bei iPhones und Android-Smartphones an. Natürlich macht es aber nur Sinn, Geräte aus ähnlichen Klassen zu vergleichen. Das macht jetzt keinen Sinn, ein 1000 Euro High-End-Smartphone gegen ein 100 Euro Low-End-Smartphone zu vergleichen. Gut, okay, legen wir los. Wertverlust von einem iPhone beträgt im ersten Jahr 14%. Das heißt, wenn wir es beispielsweise für 850 Dollar kaufen, ist es danach nur noch 732 Dollar wert. Ein Android-Smartphone im Vergleich dazu hat einen Wertverlust von 32% im ersten Jahr. Das heißt, ein Android-Smartphone, was wir für 850 Dollar kaufen, hat danach nur noch einen Wert von 577 Dollar. Und dieser Preisverlust von den Android-Smartphones im Vergleich zum iPhone ist schon echt heftig und das wird in den nächsten Jahren nicht besser. Nach 3 Jahren ist unser 850 Dollar iPhone immer noch 561 Dollar wert. Das Android-Smartphone ist nach der Zeit aber nur noch 273 Dollar wert. Das entspricht bei dem iPhone hierbei einem Wertverlust von 43%, bei den Android-Smartphones hingegen sind es fast 70% Wertverlust. Wenn wir das jetzt wieder auf die Monate umschlagen, dann sehen wir, dass das iPhone 8 Dollar Kosten im Monat hat und das Android-Smartphone 16 Dollar Kosten im Monat. Das Problem ist aber, das Ganze wird noch schlimmer. Wenn wir jetzt bei der gleichen Nutzungsdauer und bei dem gleichen Wertverlust bleiben, dann ist es so, dass ein iPhone, welches wir für 1000 Dollar kaufen, monatlich gesehen genauso teuer ist wie ein 500 Euro Android-Smartphone. Das ist schon hart. Ist jetzt abhängig von der Nutzungsdauer aufgeführt, wie teuer ein Android-Smartphone sein muss, damit es im Prinzip monatlich genauso teuer ist wie ein 1000 Euro iPhone. Wir sehen da schon den krassen Preisunterschied. So, ich entschuldige mich jetzt erstmal für die ganzen Zahlen und die ganzen Rechnungen. Ich weiß, Mathematik macht ein paar Leuten Angst. Aber das ist schon hart, dieser krasse Wertverlust. Und das ist halt der Grund, wieso iPhones, wenn man das einfach durch die monatlichen Kosten umrechnet, im Prinzip günstiger sind als Android-Smartphones. Weil das ist auch das, was ich am Anfang meinte. Es macht natürlich keinen Sinn, ein 500 Euro Android-Smartphone mit einem 1000 Euro iPhone zu vergleichen. Ich bin ja an komplett verschiedenen Ligen. Wenn du dir dann aber ein teureres Android-Smartphone holst, dann siehst du, dass du wegen den höheren Wertverlust im Prinzip bei den monatlichen Kosten halt teurer bist als beim iPhone. Und das Ganze natürlich unter der Voraussetzung, dass du gut mit deinem Handy umgehst, dass es nicht kaputt geht und so weiter. Das ist übrigens eh die beste Methode, um Kosten zu sparen. Ich habe euch mal ein paar Schutzfolien und Schutzhüllen in der Beschreibung verlinkt. Was ist aber der Grund dafür, dass die iPhones nicht so einen krassen Wertverlust haben wie die Konkurrenz? Also erstmal ist es so, dass iPhones, auch wenn gerne etwas anderes behauptet würde, relativ langlebig sind. Sie bekommen zum Beispiel relativ lange Updates, was gut und gerne mal 5 bis 6 Jahre sein können. Das Gute ist, dass mittlerweile da auch andere Android-Hersteller nachziehen, wie beispielsweise Google oder Samsung. Aber oft sind Updates von nur 2 bis 3 Jahren Standard. Zudem gibt es im Android-Bereich einfach viel mehr Geräte, und zwar für alle Preisklassen. Überleg doch mal, wieso sollte ich mir ein gebrauchtes Android-Flaggschiff holen, wenn ich mir für den gleichen Preis immer noch ein neues Smartphone holen kann? Was dann ja wieder langlebiger ist als das alte Flaggschiff. Ehrlich gesagt, ich verstehe diese Überlegung komplett und würde es genauso machen. Ein Appell noch. Verschwendet euer Geld nicht mit Smartphones. 1000 Euro für so ein Gerät sind einfach irre, wenn ihr damit eh wahrscheinlich den ganzen Tag nur auf YouTube, Instagram, WhatsApp oder TikTok seid. Kauft euch eventuell gebrauchte Geräte und überlegt euch wirklich, ob ihr diese ganzen High-End-Features braucht, weil jetzt mal ganz im Ernst, was machst du wirklich mit deinem Telefon am Tag? Aber hey, du kannst es ja auch anders sehen. Wenn ja, schreib mir das doch mal in die Kommentare und wenn es dir gefallen hat, dann lass doch ein Abo hier, das würde mich mega freuen. Und erzähl mir doch, was für ein Handy du benutzt und wie viel du dafür ausgegeben hast und was dein höchster Preis wäre, den du maximal für ein Smartphone ausgeben würdest. Bis dahin, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.